Hallo und herzlich willkommen zum allerersten Podcast von WrestlingPoint.de. Heute schauen wir uns Extreme Rules vom gestrigen Abend an. Und beginnen auch direkt mit der Pre-Show. Vorher erstmal vielleicht gesagt, wie ja alles heute dabei ist. Ich bin Maurice, dann stellt sich vielleicht Stefan noch mal schnell vor. Ja, guten Abend. Ich bin der Stefan, vielseitig bekannt als Stefan vom Newsport. Und wie man unschwer erkennt, bin ich Schweizer. Aber das sollte meine Aussagen hier zu diesem Event eigentlich nicht groß tangieren. So. Außerdem haben wir noch den Bord-User Gams bei uns. Ja, hallo, ich bin der Gams. Vielen bekannt als Gams aus dem Board. Und ich bin nicht wie Stefan Schweizer und das hat auch hier nichts zur Sache zu tun. Also können wir ruhig anfangen. So, dann fangen wir, wie schon gesagt, mit der Pre-Show an. Dort musste nämlich The Miz seinen United States Championship gegen Cody Rhodes verteidigen. Ja, dazu gibt es jetzt nicht viel zu sagen, denn ihr YouTube-Stream zur Pre-Show hatte ja ein paar Probleme. Ja, das stimmt. Also, ich habe im Prinzip nicht vorgehabt, die Pre-Show zu gucken, weil da eigentlich eh nur Videos kommen und ich brauche nicht unbedingt zu sehen, oh, wenn Wade Barrett und Titus O'Neil sich über die WWE unterhalten. Aber zum Match selber, ich habe da auch nur das Ende gesehen mit dem Figure 4 Leg Lock von The Miz und es könnte nicht passender sein, der Figure 4 Leg Lock von ihm sieht echt miserabel Wunderschönes Motiv. aus. Ja, wunderschön. Ich habe ganz alleine draufgekommen. Nein, also, das Match war sicher nicht überragend und für ein Pre-Show-Match ging es wahrscheinlich schon in Ordnung. Aber nicht, sondern sich dran aufhängen muss. Ja, vor allem, was ich aber immer bewundernswert finde, wie dann dieses Match auch nur 5 Minuten Zeit oder so kriegt. Ich habe es ja nicht komplett gesehen. Ja, Und das ging wahrscheinlich unter 5 Minuten oder so. Das konnte man irgendwie mit der Hand ablesen. wie dann aber normalerweise schon in einem Weekly-Match die Matches länger gehen und dann verliert Cody Rhodes, so ein großartiger Wrestler, innerhalb von 4,5 Minuten oder so, mit so einem schrecklichen Figure 4 Leg Lock, den könntest du gar nicht besser machen, glaube ich. Ja. Ich hätte ja jetzt gesagt, das sah sehr miserabel aus, aber den hat Stefan mir ja geklaut. Da kommt noch was auf dich zu. Ich hab Panik. Jo, das ist perfekte Überleitung zum nächsten Match, denn Chris Jericho musste gegen Fandango antreten. Der hatte Summer Rae bei sich. Ja, ich fand das Match an sich war doch ein sehr schöner Opener mit einem netten Finish. Ja, definitiv. Also ich fand es sicher besser als das Match bei WrestleMania, weil irgendwie haben mich da die beiden gar nicht gepackt. Was mich ehrlich gesagt überrascht hat, weil Jericho und auch Fandango sind eigentlich ziemlich gute Wrestler, also vor allem Jericho. Und dann hatte ich schon Erwartungen an das Match bei Extreme Rules. Und diesmal wurden sie eigentlich auch erfüllt. Das Finish, wie du schon erwähnt hast, war richtig gut gemacht von Jericho und Fandango. Und auch sonst war es ein sauberes Match, flottes Match und für einen Opener eigentlich ideal gewählt. Jo, finde ich auch. Also, das Match an sich war jetzt nicht der übelste Oberkiller, aber wäre auch scheiße, wenn das jetzt in der, darf man das sagen? Schade. Wäre auch schade, wenn das jetzt das Match of the Night gewesen wäre, sofort im Opener weg. Aber, ja, auch das Selling von Fandango. Fandango. Beim Finish fand ich so überragend. Und ja, auch wie gesagt, wie du sagst, besser als bei WrestleMania. Obwohl ich es da auch nicht schlecht fand. Aber jetzt nochmal ein Tick besser. Auch wenn ich nicht weiß, wer Summer Rae ist. Wer ist denn das überhaupt? Ich kann mir das mal jemand erklären. Ja, Summer Rae ist die Tänzerin, die er mal bei sich hat inzwischen. Ja, aber ja. dann hatte der nicht mal eine andere, eine schwarzhaarige oder so. Das war immer ziemlich zufällig, was er mit hatte. Ach so, okay. Also zu Summer Rae kann ich nur sagen, dass ich
als ich zeitweise die NXT-Berichte geschrieben habe. Sie war da irgendeine Offizielle, ich glaube sogar General Managerin von NXT, und hat scheinbar ihren Job nicht einmal so schlecht gemacht. Und es ist nicht, und es es ist nicht unnötig zu sagen, aber sie ist sehr hübsch. Ja, man kann ja auch noch, erwähnen, dass Summer Rae inzwischen, ich habe mich ein paar Folgen NXT jetzt mal kurz im Book, die wrestelt inzwischen, hat jetzt eine Fehde gegen Paige. Echt? Ja, ich kann mich ein bisschen dran erinnern, dass sie mein General Manager war, jetzt wo du sagst. Aber ich habe eh so ein Kurzzeitgedächtnis, was Storylines anbetrifft und so. Von daher. Ich werde bestimmt öfters noch nachfragen jetzt, wer war. Ja. Ich habe auch noch nie was von dem Brock Laser gehört, der dann noch kommen soll. Ja, mein Kurzzeitgedächtnis ist auch ziemlich miserabel. Also was kommt jetzt dran? Jericho gegen Fandango, oder? Ja, Jericho gegen Fandango, das war ein sehr schönes Match. Nein, da haben wir jetzt nichts von uns. Wobei ich noch sagen muss, ich war schon überrascht, dass da nichts Besonderes mehr dran war, keine Stipulation oder ähnliches. Ja, ich habe auch eigentlich, das Match hat begonnen und ich habe gedacht, ja, was für eine Stipulation war das jetzt noch gleich? Und dann hatte das ja gar keine. Also das hat mich ein bisschen verwundert, weil die beiden hätten eigentlich schon wenigstens einen False Count Anywhere Match oder so machen können. Und da kann man das Finish genauso bringen. Da springt halt Fandango von der Rampe runter oder so. Ja, es wäre sicher möglich gewesen, ja. Vor allem finde ich es etwas grenzwertig, dass man mit der Pre-Show zusammen bei Extreme Rules die ersten drei Matches nur normale Matches hat, ohne irgendeine Stipulation. Also, ja, finde ich echt komisch eigentlich. Das ist doch eine schöne Überleitung direkt zum nächsten Match, denn Kofi Kingston musste sein United States Title gegen Dean Ambrose verteidigen. So, ja. Sag ich noch schnell was, also wie gerade eben schon erwähnt, es gab keine Stipulation. Ich merke auch gerade, ich habe am Anfang Fehler gemacht, weil ich habe erwähnt, in der Pre-Show muss jemand die United States Title verteidigen. Das war falsch. Ach super. Ja. Das fällt bestimmt keinem auf, die haben auch ein Kurzzeitgedächtnis wie wir. Es ist schon ja, also ungefähr so ein gutes Gedächtnis wie auf der WWE. Nee, also ja. Zum Match an sich, das war auch ganz nett und ich bin schon überrascht, dass die Ambrose gewonnen hat, weil ich eigentlich nicht gerechnet habe, dass er erst bei Payback Ja, also ich war auch ziemlich überrascht, weil, also ja, vor allem, ich hätte es Kingston auch gegönnt, weil er ist halt ein Wrestler, der halt nur Übergangs-Champion ist und einen Pay-Per-View hätte man ihm schon geben können. Und vor allem hatte er auch die Chance dazu, als er den Trouble in Paradise gegen Ambrose zeigte und der dann nach draußen fiel. Das wäre eigentlich der perfekte Weg gewesen, um einen Countout-Sieg für Kingston durchzubringen und Ambrose nicht schwach darzustellen. Ja. Ja, ich habe im Gegensatz zu euch damit gerechnet, dass Ambrose gewinnt. Und lag auch richtig, ich müsste vielleicht mal beim Tippspiel mitmachen. Und einfach weil, wenn man sich die letzten Wochen auch mal rekapituliert, wie stark Ambrose dargestellt wurde und wen er alles besiegen durfte und er ist gegen Undertaker Main Event angetreten, ja, und hat den nicht mal schwach verlassen. Also wenn der jetzt hier gegen Kofi Kingston verloren hätte, dann wäre das glaube ich ein bisschen hinfällig gewesen. Also für mich, ich fand's nicht überraschend, aber ich fand's gut und Kofi Kingston hat das Finish einfach nur übelst stark gesellt. Also der Finisher von Ambrose, weiß gar nicht, wie er heißt, aber das ist ja fast derselbe wie von The Miz, aber sah einfach um Längen besser aus. Also jetzt nicht Figure Four Leg Lock, sondern dieser Face Crusher da, hier, das finale Dings. Ja, aber aus dem Bericht ist die Sprache von einem DDT. Also ein DDT war das nicht. Ich hätte eher auf einen Bulldog getippt, irgendwie. Sein Arsch. Ist ja eher so ein Face Crusher irgendwie. Aber gut, ich kenne auch die meisten Move-Namen nur aus SmackDown vs. Raw. Ich habe jetzt schnell geguckt, da steht ein Headlock Driver. Das klingt gut. Dann, ja, nennen wir es mal Headlock Driver. Auf jeden Fall wurde der super stark gesellt von Kofi, fand ich. Ja. Der ist nicht wie alle anderen bei Mrs. Finisher mit den Händen einen halben Meter vor dem Kopf und fängt sich ab und dann ja, knallt halt direkt drauf. Das sah schon gut aus. Ja.
Aber du hast gesagt, Kingston hat niemanden besiegt. Also Ambrose wurde stark dargestellt, aber du vergisst, dass Kingston Antonio Cesaro besiegt hat. Ich habe nicht gesagt, dass Kingston keinen besiegt hat. Das wäre ja kein Champion. Aber ja, dazu musst du sagen, dass Cesaro halt auch irgendwie schwächer dargestellt wurde in letzter Zeit. Naja. Gerade auch durch seinen durch seine Niederlage gegen Kingston. Erinnere mich nicht daran. Da wurde mein Nationalstolz gebrochen. Ja. Wir dürfen ja nicht erwähnen, Antonio Cesaro hat vor kurzem noch angegeben, was für Größen der WWE er gekriegt hat. Genau, und dass es keiner mit ihm aufnehmen kann im Lockerroom. Ja, Zack Ryder. Ja, den, das ist schon eine Leistung. Also ich hab Angst. Der ist ja oft nicht mal im Ring, weißt du, ihn dann ist er mal da, dann musst du nur noch besiegen. Ja. Vor allem Zack Ryder, das ist so, wenn du Zack Ryder besiegst, dann bist du eigentlich schon bald auf dem Weg dazu, Undertaker die Streak zu nehmen, und ich glaube, das holt er auch. Ja, stimmt. Also, ich tippe immer noch auf den WrestleMania 30 Main Event Tyler Rex gegen Antonio Cesaro. Was überhaupt nichts mit der Logik gerade zu tun hat. Nein, aber ich muss das erwähnen. Okay. Das hat doch auch nichts damit zu tun, dass du absolut in Tyler Rex verliebt bist. Nein, gar nicht. Aber das ist ein anderes Thema. Das stimmt. Wird aber heute Abend bestimmt noch zwei, dreimal auftauchen. Ja. Ja. So, damit gehen wir direkt weiter zu dem allerersten extremen Match des Abends. Das war wirklich sehr hart. Denn es gab ein Strap-Match zwischen Sheamus und Mark Henry. Ja, also ich habe eigentlich schon noch gewartet, dass jetzt was kommt. Ja, also ich war schon schlecht eigentlich, aber insgesamt war es doch besser als erwartet. Kann man eigentlich schon fast für die gesamte Show als Fazit fast schon nennen. Ja, also es hat mich fast sprachlos gemacht eigentlich, als ich das Match gesehen habe. Schon nur wegen den Regeln, die ich eigentlich unerträglich fand, wie sie das gemacht haben mit diesen Lichtern. Beziehungsweise die Idee selber war gut, aber sie wurde so inkonsequent durchgezogen, dass es wirklich stört. Also ich habe es als störend empfunden. Aber ja, sonst eigentlich Sheamus, Henry können solide Matches zeigen, und auch dieses war nicht so katastrophal, wie ich gedacht habe. Also ich wurde überrascht, positiv überrascht will ich nicht sagen, aber ja, besser als erwartet. Wenn ich von mir ausgehe, ich wurde sogar nicht überrascht, außer vielleicht vom Finish, weil ich hatte so null Erwartung an das Match, weil ich die beiden einfach nicht mehr sehen kann, und ich habe gedacht, das Strap-Match dient dazu, einfach Sheamus noch so unglaublich stark aussehen zu lassen, weil er Mark Henry hinter sich herziehen muss. Dazu hätten sie aber einen kürzeren Strap nehmen müssen und keinen, der 3 Meter lang ist. Ja. Also, wie du schon geschrieben hast, wenn jetzt Mark Henry in der Mitte vom Ring sich einfach hingesetzt hätte oder ausgenockt gewesen wäre, hätte Sheamus trotzdem alle Ecken erreichen können. Und das ist ja nicht Sinn der Sache. Ja, und so, ich habe ja auch dann, ich musste ja gestern im Chat noch 4 Leuten oder so die Regeln erklären, wie das nun funktioniert, wann jetzt abgebrochen wird und nicht. Und dann schreibe ich 3-mal, ja, das Licht geht wieder aus, wenn du unterbrochen wirst. Das heißt, sobald dein Gegner dich wieder attackiert oder zurückzieht, und dann schmeißt die das mit dem Finish einfach mal komplett über den Haufen und warten, bis Sheamus auskontern kann, 10 Sekunden, und lassen ihn dann noch draufklopfen. Also halt bei allen anderen Aktionen, da war halt gar nicht die Chance, da so schnell kontern zu können, wie das Licht ausging vorher im Match. Deswegen fand ich das so schlecht gelöst. Naja, immer noch besser gelöst als damals in der WCW zwischen Hulk Hogan und... Ja, das stimmt. Das Strap-Match endete wenigstens wirklich hier mit Ringeckenklopfen und nicht mit einem Pin. Ja. Ach, das waren noch Klassiker. Zeitlose Klassiker des Wrestlings. Ja. Reichlose Klassiker des Wrestling. Damit gehen wir direkt zum
Backstage, denn dort hat AJ Lee ein Gespräch mit Dolph Ziggler geführt und sie wurde von Caitlin unterbrochen und beide haben sich gegenseitig ein bisschen gekloppt. Wollt ihr irgendetwas dazu sagen? Darf ich kurz vorgreifen? ich dränge mich mal schnell vor, aber ich musste einfach nur so lachen, wie Caitlin dann halt einfach AJ weghaut und sofort kommen aus dem Nichts die Bella Twins und Tamina war es, glaube ich, so um die Ecke gelaufen und stehen mit einmal da und zeigen es wie eine Schulhofschlägerei mit, ja los, mach weiter und das kannst du doch nicht machen. Und dann kommt wieder der Standard-Ref noch irgendwie dahin. Also immer wenn Backstage geschalten wird, stehen überall eingeölte Wrestler in ihren Klamotten rum, die Arme verschränkt und gucken böse. Aber immer wenn sich zwei Diven schlagen, dann kommt nur eine andere Diva um die Ecke mit dem Referee. Also ich weiß nicht, was die da machen, aber das ist so übelst random irgendwie. Das könnt ihr schon ein bisschen besser lösen, wenn die das vorher wissen. Ja, ich habe da ja eine Vermutung dazu, eben, dass die Wrestler zwar da sind, also diese eingeölten Topstars des Wrestlings, aber die halt nicht eingreifen und wer kann es ihnen verübeln, weil ja. Dann könnten sie wenigstens mit Öl werfen, ja, wenn das die wär, schon am Boden liegen. Das wäre eine gute Idee. Ich schlag das mal so. Aber ja, es war halt, ja. Ist gut, es hat halt das obligatorische Diven-Match irgendwie ersetzt. Fand ich auch gar nicht so schlimm, weil aufs Klo hätte gehen können, hätte ich vorher schon bei Sheamus. Und ja, es wurde halt, also die Darstellung war halt blöd. Vor allem, wie die Bella Twins da angelaufen kommen und dann drauf zeigen. Ne? Also das Einzige, was ich noch dazu sagen kann, ist, dass wenn es zu einem Match kommen soll zwischen AJ Lee und Caitlin, dass dann der Titel wechseln muss eigentlich, weil ich weiß noch, als Eve Torres den Titel hatte, bevor Caitlin, da war der Titel noch irgendwie interessant. Eve Torres war, also für mich auf alle Fälle, nee. Nein, also wie gesagt, also ich fand es noch interessant mit Torres, aber mit Caitlin, das ist so etwas Langweiliges, ist unfassbar. Mit AJ, es wäre halt ein schöner Zusatz zu Ziggler mit Titel. Und das ist ja nicht. Sorry, ich denke davor, du darfst ja nicht vergessen, die Story mit Caitlyn und AJ, die ist eigentlich unfassbar interessant, vergiss nicht den geheimen Verehrer. Oh ja, also. Stimmt, das wird eh wieder Hornswoggle sein. Oder Kennedy. Ja, oder Chris Benoit. Aber ja, also, oder Biggie Lex. Nein, das ist ja absurd. Noch, ja, der kann keine Gefühle zeigen. Ja. Nein, aber was ich fragen wollte, wann wurde denn der Diven-Titel das letzte Mal im Fernsehen gezeigt eigentlich? Puh, also ich habe jetzt schon total vergessen, dass Caitlin überhaupt den Titel trägt und dass es den noch gibt. Guck mal, kann ich nach. Okay. Also ich habe ja vorhin mein Kurzzeitgedächtnis angesprochen. Das gleicht ja gerade dem vom Ziggler, aber trotzdem, an den Diven-Titel kann ich mich so gar nicht erinnern, wann der das letzte Mal eine Rolle gespielt hat. So, Caitlin hat den Titel am 14.01.2013 in einer Raw-Ausgabe gewonnen. Ja. Und ich glaube, die hat irgendwann mal gegen Tamina verteidigt, irgendjemanden, aber ansonsten war er nicht mehr großartig im Gespräch. Das ist eigentlich traurig. Ja. Weil man hätte ja die Diven dazu, um ein brauchbares Match hinzustellen und eine halbwegs akzeptable Diven-Division auf die Beine zu stellen mit Natalia, mit Paige bei NXT noch. Aber du vergisst, dafür ist nicht genug Zeit. Wir haben nur 3 Stunden Raw mit Pre-Show. Da müssen mehr Wiederholungen rein. Stimmt. Da können keine Diven-Matches und Tag-Team-Matches und so gezeigt werden. Ja, da hast du recht. Also ich wüsste auch nicht, wo ich in 3,5 Stunden Raw mit der Pre-Show zusammen ein Diven-Match unterbringen sollte. Ja. Also, ich finde Raw auch unbedingt eine Post-Show. Ja, also das ist wirklich nötig. Ja. Weil man merkt jetzt schon, dass die Shows völlig vollgestopft sind und immer etwas Neues kommt. Also ja. Die wissen echt nicht, wohin mit ihren Ideen. Da brauchen sie noch eine Post-Show. Ja, vielleicht sollte man ein paar mehr Videos produzieren. Das wäre durch auch eine tiefe Alternative.
und noch mehr Wiederholungen zeigen, bitte. Genau. Und natürlich jede Woche den Dance-Off zwischen Brodus Clay und Fandango. Ich glaube, das gab es noch nicht. Ich finde auch allgemein, dass einfach viel zu wenig Werbung kommt bei der Raw. Also alle 3 Minuten ist mir schon viel zu lang. Also so lange kann ich nicht warten, bis ich aufs Klo gehen muss. Dann sollst du mal zum Männerarzt gehen. Das wäre eine Idee. Nein, aber das ist wenigstens der Vorteil am Pay-Per-View. Da kommt nicht so oft Werbung. Das ist schon angenehmer zu schauen. Ja. Dafür kommen Strap-Matches oder halt auch das I-Quit-Match. Ja, ich hätte ja schon fast lieber ein Strip-Match gesehen zwischen den beiden. Um Gottes Willen, ganz. Ah. Den wollte ich vorhin schon bringen, aber ich hab's vergessen. Naja. Ja, hättest du auch vergessen lassen sein können. Naja, beim Strip-Match sollte man aufpassen, wer alles mitmacht. Und das ist nicht vom Fernseher und sagt, I quit. Aber man, ich glaube, die interessantere Frage ist ja, bei dem Strip-Match, welche 4 Ecken man da berühren muss. Und von wem. Bevor wir da weiter in die Materie eindringen, kommen wir zum nächsten Match, I Quit Match, um den Number One Contender Spot zwischen Jack Swagger, der Zeb Coulter wieder mal bei sich hatte, und Alberto Del Rio, der Ricardo Rodriguez bei sich hatte. Ja, also I Quit Matches zeigen ja, wie unfassbar hart sie sind, jedes einzelne Mal, wenn sie zum Einsatz kommen. Man hat auch diesmal gemerkt mit Kendo-Sticks und Stühlen, dass es da schon sehr schmerzhaft aus. Und alle 2 Minuten wurde erstmal blöd nachgefragt, ob du aufgeben willst. Bei jeder Kleinigkeit, also das Match war nicht gut. Ich würde sogar sagen, es war schlechter als das Match. Ja, also also ich fand es wirklich viel schwächer als das Rap-Match, vor allem weil Swagger und Del Rio 2 fähige Wrestler sind. Aber mit der I Quit Stipulation, das war unfassbar schlecht umgesetzt. Weil, klar, die Fehde hat den Schwung etwas verloren, dadurch, dass sie halt unterbrochen wurde durch den Cash-In von Ziggler. Aber so etwas Schwaches habe ich dann doch nicht erwartet. Vor allem, weil die I Quit Stipulation für ein Number One Contender Match einfach nicht passt. Das Fädenende ist die Stipulation perfekt gewählt, aber nicht für so ein Match, das, um ehrlich zu sein, absolut keinen Sinn hat. Also sollen wir kurz unterbrechen? Nein. Okay. Nein, ich klar. Ich finde nämlich, dass I Quit gerade bei diesen beiden Wrestlern perfekt gewählt ist, weil beide jetzt sind ja Leute, die als Finisher gerade Submission haben, mit dem Patriot Block und dem Armbar. Ist das schon eigentlich ganz gut gewählt, aber war einfach nicht gut umgesetzt. Ja, aber dann nimmt man einfach ein Submission-Match. Ja, aber Submission klingt nicht hart genug. Ja, das stimmt. Ganz ist zu schweigsam. Ja, es tut mir leid, ich war gerade kurz abgelenkt. Ja. Mit dem Strip-Match noch. Ja, ich war mit meinen Gedanken noch vollkommen beim Strip-Match. Nein, ja, ich muss aber sagen, ich habe mich sofort wieder gefreut, als Jack Swagger reinkam, weil ja seine Musik so geil ist, die finde ich ja so episch. Und auch Maurice, wir haben ja zusammen geschaut, Maurice die Musik übelst gefeiert hat und sagte, oh bitte, bitte lass die Musik an, dem man sagt, Zeb Coulter, cut the music. Ja. Das war sehr lustig, habe mich auch geärgert. Aber ja, dann die zweite Überraschung, dass Lillian Garcia den Ricardo Rodriguez auf Spanisch ankündigt, jetzt kommt mein Sprachfehler wieder durch, Rodriguez auf Spanisch ankündigt, nur damit er Alberto Del Rio auf Spanisch ankündigen kann. Und ja, dann aber zum Match, fand ich ehrlich gesagt gar nicht mal so scheiße, schlecht, weil gut, es wurden halt nur Kendo-Sticks und ein Stuhl benutzt, aber es hatte schon eine kleine gewisse Härte, ja, es war halt übelst nervig, dass alle 3 Sekunden gefragt wurde, ob man aufgeben will. Aber ich musste irgendwie an das erste I Quit Match denken, was ich gesehen habe mal. Das war bei WrestleMania 11, Bret Hart gegen Bob Backlund mit Roddy Piper als Special Referee. Und der hat auch alle 5 Sekunden hat er gefragt, willst du aufgeben, los, sag jetzt, dass du aufgibst und so. Also ich fand es gar nicht so überraschend, dass da so viel gefragt wurde.
Und es hatte auch eine gewisse Härte. Also, wenn ich da denke, wie Alberto Del Rio bzw. Jack Swagger dann später in den Seilen hing, nur damit die da halt Kendo-Stick-Schläge abbekommen können. Und die diese Armbars und Leglocks und Sachen haben schon gut gepasst. Das Finish fand ich halt ziemlich... Ja, da wollte ich schon hinkommen. Wie fandet ihr denn das Finish? Ich fand es ja extrem schlecht. Um Gottes Willen. Also ich habe mich enorm aufgeregt, weil es halt genau die gleiche Ausgangsposition war wie beim Cash-In von Ziggler. Und Ziggler kam ja dort raus, indem er Del Rio am verletzten Bein also rumwerkte, bis er den Griff lösen musste. Und Swagger kam nicht auf die Idee, diese Aktion nachzuahmen und da rauszukommen. Und das habe ich echt nicht verstanden. Was ich noch viel interessanter fand, war, es wurde ja das Handtuch geworfen, damit ist das Match an sich erstmal geendet. Da kam ja der zweite Referee raus, um Bescheid zu sagen, nee, das war gar nicht Ricardo, der das Handtuch geworfen hat, sondern Zapota. Und dann rennt der Ref erstmal zur Seite weg und schaut auf einen ganz, ganz kleinen Monitor nochmal die Wiederholung an. Aber man hat diesen riesen Titan schon, da kann man sich das Licht nochmal angucken. Vor allem werden sowieso alle härteren Aktionen in einem Splitscreen auf dem Titantron wahrscheinlich gezeigt. Oder zumindest, also für die Zuschauer zu Hause geht das ja, das heißt, das Videoteam in ihren Videobands, da die da am Werken sind, kriegen das ja schnell hin. Dann können die das doch so schnell auf den Titantron projizieren, damit das alle sehen. Zumal doch, es ist doch klar, dass alles aufgezeichnet wird, da stehen Kameramänner drum rum. Dann kann man, wieso man dann bei so einem Match drauf kommt, von wegen, ja, oh, das war nicht so, da musst du nochmal neu starten, aber bei jedem anderen Match mit so einem fragwürdigen Finish, da wird es halt zählen, da wird es gelten gelassen. Ja, also, das finde ich echt ziemlich grenzwertig. Vor allem, es wird ja, ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, wird jedes Kamerabild, also das, was wir im Fernsehen sehen, wird doch auch auf dem Titantron auf dem großen Bildschirm dort hinten gezeigt. Dann wären wir wieder beim Strip-Match. Ich wollte direkt dazu sagen, das ist der Punkt. Nein, also ich fand es nicht gut gelöst. Also willst du gerade quasi sagen, dass man dann auf den Titantron sehen konnte, wie der Referee auf dem kleinen Monitor diese Szene nochmal anschaut, oder wie? Ja, weil... Okay, ja. Ich glaube, es war ein unendliches Bild dann auf dem kleinen Bildschirm. Ja, das hat er gesehen, wie der Referee auf dem Bildschirm guckt. Und das ist so unfassbar bescheuert. Das stimmt. Aber viele fragen sich ja auch, dass Sepp Colter hat ja das Handtuch geworfen von Rodriguez, ob das dann nicht als Aufgabe für Jack Swagger zählen sollte. Aber er hat ja das Handtuch von Rodriguez geworfen. Also ich weiß nicht, ob man darauf halt nochmal zurückkommt. Bei Raw oder SmackDown oder wo auch immer diese Fehde jetzt stattfinden soll. Wahrscheinlich an beiden Orten. Ja, und dann noch bei NXT, weil die haben Zeit. Aber, ja, ich habe auf Twitter, habe ich mal nebenbei mitgekriegt, dass Swagger und Colter sich einfach darüber aufgeregt haben, dass das Ende ein Skandal gewesen sei. Also wird das Ende sicher noch einmal aufgegriffen, ob das mit dem Handtuch da jetzt reingenommen wird oder nicht, weiß ich nicht, aber wir werden die Fehde noch länger zu sehen kriegen. Juhu. Da freust du dich drauf, ne? Ja, ich kann es kaum erwarten. So, dann gehen wir direkt weiter zum nächsten Match, denn der WWE Tag Team Championship wurde in einem Tornado Tag Team Match verteidigt. Und zwar müssen Shield, Roman Reigns und Seth Rollins gegen Hell No antreten. Ja, für mich das stärkste Match des Abends. Es war zwar relativ kurz, mit glaube ich 10 Minuten oder so, aber es war schnell, es war actiongepackt, da ging es ziemlich ab. Es gab auch interessante Moves, zum Beispiel der Double Team Move von The Shield, wo sie Daniel Bryan durch so einen Toss halt eben ins Knie von Seth Rollins reingehauen haben. Also, es war schon verdammt gut. Alles gemacht, das Match. Man hat auch die richtigen Sieger. Ja. Also,
Ja, ich habe auch, also ich habe erwartet, dass der Shield, also der gesamte Triumph vom Shield erst bei Payback kommen wird. Deswegen hätte ich auch Freude gehabt, wenn Brian und Kane noch einmal verteidigen, aber das ist eigentlich egal jetzt. Das Match selber war sicher gut. Man konnte aber auch nichts anderes erwarten mit diesen vier Leuten im Ring, weil Kane ist halt, wird einfach immer unterschätzt, er kann immer wieder ein gutes Match zeigen. Aber es waren halt wieder 15 Minuten, die gefehlt haben für das Match, damit es wirklich richtig gut wird. Und wenn ich daran denke, dass man da diese elendige Sequenz beim I Quit Match brachte, mit dem Kamerabild angucken und alles, wenn man das gestrichen hätte und das dem Tag Team Match gegeben hätte, das wäre in Richtung 4 Sterne gegangen, wenn sie hätten zeigen dürfen, was sie können. Aber so, solides Match, aber viel Potenzial wurde verschenkt. Ja, aber dadurch, dass sie die Wiederholung hatten, es hat doch die gesamte Spannung erst hergebracht bei Mike Pitch. Oh ja. Also, ich konnte auch nach dem Event nicht schlafen, weil ich über diesen Moment noch nachdenken musste. Genauso wie beim Eishockey zwischen Schweiz, wo das Tor fast nicht gegeben wurde. Mhm. Marian, erinnere mich nicht daran. Ich bin ja stolz auf das Team. Und ich bin stolz auf das Team von Roman Reigns und Seth Rollins, um mal wieder drauf zurückzukommen. Weil, nein, wer weiß, wie weit das hier noch abdriftet und ich nicht zu Wort komme, dann vergesse ich, was ich alles sagen wollte. Weil ich fand das Match sehr gut. Ich habe mich drauf gefreut, weil ich habe ewig keinen Tornado Tag Match mehr in der WWE gesehen. Ja. Und fand die Paarungen auch immer sehr gut gelöst. Wer halt gerade im Ring war und, also, es dürfen ja alle im Ring sein, aber es lag ja mal einer draußen und so. Und es hat immer gut zusammengepasst. Und wie du sagst, Kane hat immer die Möglichkeit, noch ein gutes. Was? Ja. Entschuldigung. Kane hat immer noch ein gutes Match in seinen Knochen, ganz oft, und Daniel Bryan, der zieht sowieso jeden zu einem guten Match, das schafft er wahrscheinlich auch mit Ryback, oder Zack Ryder, oder so, oder Tyler Rex. Ah, oh, ich wusste, dass das kommt. Und ja, wie Maurice schon sagt, diese Tag Team Moves, die waren richtig gut, auch das Finish, dieser Flying Knee Drop, wie ich hier im Bericht lese, hat mir richtig gut gefallen, und ich habe auch damit gerechnet, dass die gewinnen, vor allem als dann Dean Ambrose den Titel gewonnen hat, da dachte ich, ja gut, dann müssen die jetzt hier aber auch gewinnen, damit die ein richtig starkes Team dann haben. Was ich auch nicht verkehrt finde. Ich hoffe, dass Team Hell No nicht sofort splitten, jetzt heute bei dieser Raw oder demnächst. Ja, ich glaube, dass das bei Payback jetzt passieren wird, dass es ein Rematch gibt zwischen Shield und Hell No, dort dann, dass sich Kane gepinnt wird, weiterhin attackiert wird und Daniel Bryan geht ein. Aber die gefallen mir so gut zusammen. Ja. Und ich hab auch ein bisschen Angst, dass, wenn die sich jetzt splitten, dass Daniel Bryan wieder fallen gelassen wird und wieder in der Undercard verschwindet und dann vielleicht gute Matches zeigt, zwar gegen Antonio Cesaro, weil die beiden ja gut harmonieren, aber die halt die WWE nicht zeigen will, dann dürfen die halt die nächste Pre-Show machen, die sich keiner anguckt, weil der Stream hängt, oder dürfen halt bei SmackDown im Opener stehen. Das guckt sich ja keine Sau mehr an. Ja, das ist immer die Gefahr bei einem Split von einem so erfolgreichen Tag Team eigentlich. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass man Bryan jetzt fallen lässt. Weil sie haben ja gesehen, dass er eigentlich aus allem etwas machen kann. Er hat ja dieses Yes-Gimmick da. Dann war das WrestleMania 28. Als er da von der WWE eigentlich gescrewt wurde und da den Titel gegen Sheamus innerhalb von 11 Sekunden oder so verlor. Ach ja. Und da hat er sich 18, ja. Ah, dann geht's ja noch. Nein, da hat er Gott, wie soll ich das sagen? Er hat halt aus dieser Situation ein richtig gutes Gimmick gemacht. Und ich glaube nicht, dass die WWE einen Typen wie Bryan fallen lassen kann, wenn der aus solchen Sachen etwas rausholt.
vor allem wenn das, das Kreativteam nichts hinbringt, was Gimmicks angeht. Deswegen ist es wahrscheinlich auch so einfach für ihn, sich an dem Gimmick von Chris Benoit zu bedienen, habe ich mir gestern mal so überlegt. Weil er zeigt ja nun diesen Headbutt und den Crossface. Und ja, da habe ich mir gedacht, eigentlich die WWE will ja Chris Benoit so ein bisschen streichen aus ihren Geschichtsbüchern. Ja. Aber die haben ja, dieses Creative Team hat ja einfach null Ideen, deswegen müssen die sich ja selber auf irgendwas, selber mit irgendeiner Idee kommen. Und jetzt hat halt Brian diese Möglichkeit, das zu machen. Es wird wahrscheinlich eh abgesegnet, weil sie froh sind, dass sie eine Arbeit weniger haben. Und dann kann er halt diese ganzen Sachen machen. Ich habe noch irgendeine Theorie aufgestellt dazu, aber die habe ich vergessen gerade. Also ich habe dir die gestern erzählt, Maurice, weiß nicht, ob du dich noch dran erinnerst. Aber Brian? Ja, also warum der diese ganzen Chris Benoit Moves macht, weil bei den Indies hat der die ja nicht so. Ach, ja klar, weil der ja er wurde doch von der WWE gefeuert damals im Nexus, ne, als er hier Michael Cole oder Matt Stryker oder wer das war mit der Krawatte gewirkt hat. Ja, stimmt, ja. Und ich habe so ein bisschen oder ich habe die Vermutung, dass er sich darüber jetzt lustig machen will, indem er diese ganzen Chris Benoit Signature Moves zeigt und die WWE ihn aber dafür nicht feuern kann, weil warum willst du jemanden entlassen dafür, dass du den Headbutt zeigst oder so? Und es hieß ja, wegen Chris Benoit darfst du jetzt hier keine Leute wirken, aber ein Headbutt darf er ja machen und ein Crossface. Die Moves sind ja auch nicht irgendwie gestrichen. Ja. Das kann man sagen, ja. Ich glaube eher, dass es eine Hommage an Benoit ist, als Wrestling. Ja, das natürlich, das kommt noch hinzu, aber ich glaube, das ist auch so ein bisschen, um dem Creative Team einen reinzuwirken. Oder Vince. Direkt. Naja, vielleicht wollte das Creative Team ja uns etwas reinwirken mit dem nächsten Match, denn dort gab es ein Extreme Rules Match zwischen Randy Orton und The Big Show. Ja, Extreme Rules Matches in der WWE. Das ist immer dasselbe Schema irgendwo. Stühle sind wahrscheinlich das härteste im Match. Kendo-Sticks wurden auch benutzt, aber das Match an sich war auch ganz nett und hatte ein interessantes Finish, dass Randy Orton wieder den Punt-Kick rausholt, obwohl er eigentlich gebannt wurde von der WWE. Wahrscheinlich durfte er einmal doch jemand anderen vielleicht eine Gehirnerschütterung machen. Naja. Ich hab eigentlich eher damit getippt, dass Big Show gewinnt, damit der Heel-Turn für Randy Orton endlich mal Fahrt annimmt. Lag ich drauf nicht. Wenn wir gerade bei Reihenwürgen sind. Komm jetzt nicht wieder zu Benoit. Nein, aber wenn ich Randy Orton höre oder sehe, dann muss ich immer extrem rauswürgen, weil ich finde den so farblos und schlecht und ich mag den auch nicht als Heel, deswegen habe ich mich auf das Match nicht gefreut. Fand es aber für Orton-Verhältnisse und Big Show ist ja auch keine Charisma-Bombe als Face. Und weiß ich, ist der gerade Heel oder Face? Weil ich weiß es gerade nicht. Gut, dann ist er gerade auch keine Charisma-Bombe als Heel. Aber dafür war es ganz gut. Es war nicht so extrem langweilig. Randy Orton hat auch nur 5 Minuten gebraucht, bis er am Ring war. Das war ziemlich schnell dieses Mal. Speziell in irgendwelche Aktionen kann ich. Ja doch, genau, er hat ja die Leiter rausgeholt und dann ist Big Show so draufgefallen. Ja, war mal was Neues, weil wir wahrscheinlich alle gleichzeitig dachten, ja, wieso sollte Big Show jetzt auf die Leiter hochgehen, wenn Randy Orton eine Leiter holt? Weil oben hängt ja kein Titel oder so. Mhm. Und Finish fand ich gut. Habe ich auch nicht mit. Ich dachte, das endet wieder mit RKO out of nowhere und irgendwie so. Und Big Show kann den auch nicht sellen, finde ich. Deswegen finde ich es dann noch schlechter. Deswegen war ich überrascht, dass der Punt-Kick kam. Ja, und wir hatten es ja davon. Also vielleicht war Randy Orton beleidigt, dass Jack Swagger Dolph Ziggler den richtigen Punt-Kick geben durfte und hat dann gesagt, hier, wenn der Swagger das darf, der Kiffer, dann will ich das jetzt auch. Ich war jetzt erst im Doghouse und darf jetzt wieder machen. Vielleicht hat er dann irgendwie
hat dann Vince gesagt, ja komm, einen darfst du austeilen. Ja. Also, was ich zum Match sagen kann, also, es ist richtig, dass Orton gewonnen hat, es war in seiner Heimatstadt, glaube ich. Der kommt ja von St. Louis, Missouri. Und die Frage ist jetzt halt für mich einfach, bedeutet dieser Puntkick irgendetwas oder interpretieren wir da als Smarks wieder viel zu viel rein? Weil ja, als Smarks. Smarks. Ich habe da noch ein S irgendwo hingeklatscht. Das habe ich nicht gehört. Nein, das Problem ist, also Orton wollte ja mal den Puntkick gegen Ziggler zeigen, das war bei Survivor Series 2012. Da war ja schon, da hat er mal so extremere Züge gezeigt und jetzt bringt er den und ich weiß nicht, ob man da wirklich das reininterpretieren darf oder ob es einfach ein Extra war für seine Heimatstadt, dass er mal den Puntkick auspacken durfte. Aber sonst fand ich das Match wirklich solide für die beiden Teilnehmer. Es war auch das drittlängste Match des Abends, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Ich habe nicht mitgezählt, keine Ahnung. Ja, ich habe jede Sekunde mitgefiebert und mitgezählt. Nein, ich glaube, es war das drittlängste. Und geteilt mit Del Rio und Swagger. Nein, aber... Also ich fand das Match wirklich solide. Und gegen Orton habe ich auch nicht mehr groß etwas, weil es sich halt Mühe gibt im Ring. Immerhin etwas. Ja, das hat Funaki auch gemacht. Ja gut, aber Funaki ist Japaner. Ja, die geben sich immer Mühe. Nein, aber vielleicht hat ja auch das Creative Team oder so keine Lust mehr auf RKOs out of nowhere. Und haben sich gedacht, na gut, jetzt müssen wir mal wieder eine kurze Abstinenz davon machen und er gewinnt erst wieder bei Raw mit einem RKO out of nowhere. Dafür dann gerade gegen 5 Undercarder. Ja. Vielleicht hat sie auch Jerry Lawler oder Michael Cole gerade, vielleicht haben die gerade was getrunken und konnten nicht schreien, deswegen muss er improvisieren und hat einen Puntkick gezeigt. Keine Ahnung. Würde mich nicht überraschen. Nee, mich auch nicht. Aber ansonsten, ja, solides Match fand ich jetzt nicht schlecht. Besser als erwartet von den beiden. Ich habe bei denen immer keine Erwartung. Ja. Jo, das stimmt. Das kann man so stehen lassen. So, damit kommen wir jetzt zum ersten der beiden Main Events. Es kam schon vor wie so ein Co-Main Event am Ende des Tages. Und zwar wurde der WWE Championship verteidigt in einem Last Man Standing Match. Ryback wollte sich ganz gerne den Titel von John Cena holen. Ja, dieses Finish. Da würde ich direkt was vorhersagen, und zwar bei der Post-Show konnte man sehen, wie John Cena halt eben wegtransportiert wurde in einen Krankenwagen. Er sollte gerade in den Wagen hineintransportiert werden, dann steht er auf und sagt, nein, ich will keine Hilfe, lass mich in den. Damit hat man das gesamte Match an sich schon wieder zerstört. Ja, das ist aber, weil keiner die Postshow gucken wollte, deswegen konnten die das da wahrscheinlich nicht bringen. Ja, aber es wird wieder bei Raw gebracht mit Sicherheit und sagen wieder, guckt euch an, wie niedrig John Cena ist. Kauft mir T-Shirts. Aber wo du gerade sagst, es wird dann bei Raw gebracht, das hat jetzt zwar gerade nichts mit dem Match zu tun, aber machen die diese komische Postshow nur damit die bei Raw mehr Wiederholungen zeigen können, oder was soll das denn? Wozu ist denn das gut? Wer tut sich denn nach 4 Stunden Pay-Per-View noch eine Post-Show an? Das ist doch Unsinn. Als ob ich guck gerade 4 Stunden in ein Event und dann will ich sofort wissen, was da passiert ist nochmal. Und dann bringt ihr eine Post-Show. Das ist doch Käse. Können sie sich sparen. Ja. Könnten sie sich sparen, aber tun sie nicht. Ja. Weil es halt ja, diese Postshow ist eigentlich geschenkt. Da labert es über ein Event und das war's dann auch schon wieder. Ja, aber dann... Wie du schon gesagt hast, dann müssen sie haben, sie haben 3-4 Wiederholungen dann bei Raw, die sie nicht mehr machen müssen eigentlich. Ja, aber... hoffen wir es. Wie gesagt, also wenn diese Postshow dann halt auch dazu da ist, um den Pay-Per-View nochmal zu rekapitulieren, dann finde ich das ja in Ordnung. Das verstehe ich auch ein bisschen. Aber dann noch ein Element reinzubringen, was sich auf den Co-Main-Event bezieht, nicht auf den Main-Event, der direkt davor war, nur um John Cena nochmal stark darzustellen, das kann man sich schenken. Das kann man auch
bei Raw so bringen, von wegen, ja, hier später am Abend und nicht noch, was noch in der Postshow geschah. Also. Aber ja. Würde ich sagen, reden wir nochmal kurz über das Match an sich, weil das war schon, fand ich, in Ordnung für generelle Last Man Standing Matches, gerade der letzten Jahre. Also, es ging schon in Ordnung. Cena ist nicht mehr so nervig wie früheren Zeiten, sag ich mal. Ryback ist immer noch stinklangweilig. Man hat einfach seinen Charakter genommen, eine Mütze hinzugefügt. Jetzt ist und ein kaputtes T-Shirt. Richtig. Jetzt ist er ganz böse, wo er dasselbe tut wie sonst auch. Leute zerstören und böse gucken. Ja, und es ist Finish. Es war halt ein Double Countout am Ende, nachdem sie sich durch diese schöne Konstruktion des Sets durchgehauen haben. Also, es war schon in Ordnung, nur das Finish war, besonders wenn man weiß, was in der Pause schon passiert ist, dann eigentlich auch eher bescheuert. Ja. Wobei man auch, also viele haben ja damit gerechnet, dass es einen Double Countout gibt. War auch, glaube ich, die einzig logische Lösung, die man ja machen konnte, weil ansonsten hätte jeder irgendwie blöd dagestanden. Ryback als Champ wäre viel zu früh. John Cena gewinnen, dann hätte Ryback schwach ausgesehen. Aber wie die das gemacht haben, dann hast du gesehen, dass die direkt hinter diesem Vorhang, wo die durchgelaufen sind, das war ja quasi wie so ein Perlenvorhang, die es früher gab für die Türen, dass die direkt dahinter auf den Boden gefallen sind. Das hat man in der Kameraeinstellung gesehen. Dann geht da der kleine Natch, geht rum und mit einmal liegt John Cena auf irgendeinem Stahlgerüst und Ryback liegt 4 Meter daneben. Also wie sind die da hingekommen? Gute Frage. Ein Portal. Ja, vielleicht. Ja, das kann sein. Das ist ein Wurmloch reingefallen. Vielleicht sollten wir Galileo Mystery mal anrufen. Ich glaube, die Illuminaten haben was mit. Ja, das stimmt. Die stecken doch dahinter. Aber ja, an sich fand ich es gut. Aber ja, das Finish war ein bisschen. Die hätten sich doch auch. Weiß nicht, wären sie halt irgendwo hochgeklettert und dann runtergefallen. Das wäre ja noch gegangen. Aber immer durch dieses, Entschuldigung, Stefan, ich unterbreche dich die ganze Zeit, ne? Kein Problem. Ich höre dich immer einatmen. Ja, aber wie die dann immer durch diese Lichtbarrieren fallen müssen, nur damit es schön rumfunkt und so. Als ob der halbe Titantron explodiert, nur weil da ist eine LED-Leuchte kaputt geht. Das sieht immer so ein bisschen schwach aus. Hätten sie sich anders machen, überlegen können. Also, ich muss erstmal sagen, du unterbrichst mich nicht ganz. Ich habe eine verstopfte Nase und bin auch sonst krank etwas. Okay. Das war auch der Grund, wieso ich einen Teil des Matches nicht gesehen habe gestern Nacht, weil ich da den gesundheitlichen Problemen kurz abwesend war, um es mal appetitlich zu formulieren. Du fandest das Match also zum Kotzen? Ja, genau. Also da konnte ich echt im Strahl kotzen. Das war unfassbar. Nein, aber ernst, also ich habe ja den langweiligen Mittelteil vom Match habe ich eigentlich nicht gesehen. Also ich nehme an, dass er langweilig war. Und als ich dann zurückkam, gingen sie direkt ins Publikum. Und da fand ich das Match eigentlich ziemlich unterhaltsam, was ich wirklich überraschend fand. Jo. Man darf einfach Ryback und Cena nicht in Singles-Matches gegeneinander antreten lassen, aber sonst können die schon etwas auf die Beine stellen, was solide wird. Und im Gegensatz zu euch fand ich auch das Finish ziemlich gut gemacht. Das erinnerte mich an das Finish. Ich glaube, bei irgendeinem Great American Bash, als der Undertaker Muhammad Hassan durch die Rampe last rided. Da sah man auch, dass es ziemlich gefaked war, aber es sah spektakulär aus. Beide Wrestler wurden nicht schlecht dargestellt, jetzt bei Cena gegen Ryback. Auch, also ohne, dass man halt diese Post-Show gesehen hat. Also, ich fand's wirklich gut gelöst. Ich habe aber auch nicht mit einem Countout gerechnet, also mit einem No-Contest, sondern mit einem Sieg von Cena. Nach einem epischen Match, nach dem er kaum mehr laufen kann. Und dann noch einen Attitude Adjustment aus dem Nichts austeilen kann oder so. Ja. Also, ich hätte es ja persönlich gefeiert, wenn die es so wie bei RH oder bei Indie-Shows gemacht hätten. Dass die, weiß ich, einen Finisher nach dem anderen raushauen, das Ganze erstmal no-sellen, dann weiß ich nicht, nach der Clothesline, beide umfallen, dann ist 10 auf 10.
Oder dass John Cena zum Ring laufen will und sich den Quadrizeps reißt. So wie Vince McMahon da beim Rumble mal. Ja, das war der Running Gag von gestern Abend. Ja. Ja, ja. Aber ich musste beim Ende auch ein bisschen an, ich weiß nicht mehr genau, was es war, ich glaube Over the Edge, wo John Cena gegen Batista ein Match hatte, wo er diesen Scheinwerfer da reingeworfen wurde. Oder Over the Limit. Oder Big Show. Over the Limit. Ja, war das jetzt Big Show und nicht Batista? Nee, es gab mal ein Match zwischen Batista und John Cena. Es war Over the Limit, da hat er ihn durch die Rampe durchgehauen. Und das mit der Lampe, das war Backlash. Das war Cena gegen Big Show. Okay, dann meine ich das. Dann habe ich das jetzt fusioniert. Aber halt auch, dann fliegt er in so eine Lampe rein und dann kommt da der übelste Funkenregen raus und das Ding sprüht erstmal Feuer bis in die zehnteste Reihe von der Arena. Das finde ich immer so ein bisschen übertrieben. Also, jetzt kannst du dir Rammstein angucken und hast weniger Feuerwerk. Das aber ist eine gewagte Aussage. War schon nicht schlecht gemacht. Also ich war zufrieden. Ja. Ich hatte aber auch keine Erwartungen. Gut, dann bleibt nur noch ein Match auf der Liste übrig. War das Steel Cage Match, das dritte der Matches zwischen Brock Lesnar, der hatte Paul Heyman bei sich, gegen Triple H. Ja, eigentlich ein ziemlich nettes Match. Hat einen neuen der Stahlkäfig für das Match benutzt. Obwohl ich schon ein bisschen enttäuscht war, weil da ziemlich Hype drin war vor der Anfang. Vor allem bei uns im Chat daneben, wo wir Live geguckt haben, über Sky, haben den ganzen Lust ausgerachtet, gesagt, oh, wie geil, das wird der neue Käfig. Im Endeffekt war es derselbe Käfig wie sonst auch, nur statt einer großen Platte pro Seite haben sie jetzt drei pro Seite. Also schon ein bisschen enttäuscht, was den neuen Steel Cage angeht. Aber das Match war schon ganz in Ordnung. Was besonders geil war, fand ich das Selling von Brock Lesnar. Der hat sich eigentlich die ganze Zeit durchgestellt. Das stimmt. Selbst nach dem Match. Ich dachte ja, dass diese drei Seiten nur zu dem Zweck dienen, dass einer durchgeworfen wird. Und so wie die am Anfang, vielleicht war es auch geplant, ey, so wie die am Anfang gegen den Käfig geworfen haben und gespeert haben und getackelt haben und was weiß ich nicht alles, habe ich gedacht, ach komm, das musste jetzt dazu dienen, dass einer da rausfliegt und der andere übelst stark aussieht. Aber so kam es nicht. Das hat mich überrascht. Also, das Match fand ich das Beste der drei, also das Beste von den drei Matches, die sie bestritten haben. Vor allem dank Lesnar, weil sein Selling vom verletzten Knie, das war etwas vom Besten, was ich in den letzten Jahren gesehen habe in der WWE. Oder allgemein. Also, und ich war auch wirklich überrascht, weil ja die Matches von den beiden fand ich eigentlich schon intensiv, aber irgendwie trotzdem langweilig. Und hier hat man wirklich gemerkt, sie wollen das Match gewinnen. Also beide wollten es unbedingt. Triple H hat dann noch seinen Chrom-Vorschlaghammer versteckt. Das fand ich auch nicht funktioniert hat. Das war so komisch, wie er den da vorgezaubert hat. Ja. Vor allem, der war auch so versteckt, dass ihn niemand sehen konnte, aber wirklich. Ja. Vor allem, ich fand, der Vorschlaghammer hatte durch die silbrige Glasur, sag ich jetzt mal, der sah so süß aus, das sah aus wie ein, keine Ahnung, so ein Aluminium, wie soll ich sagen, so ein Holzstock in Aluminium gewickelt und alles, es war so. Na gut, ein Holzstock in Aluminium gewickelt wäre ja schmerzhaft. Er sah auf alle Fälle richtig lächerlich aus. Also ich fand es so ziemlich lustig, als er den plötzlich davor nach vorne zauberte. Weil ich noch schnell sagen wollte, was Gamstein gesagt hat mit hier dem Käfig. Also ich habe eigentlich jetzt nicht mit gerechnet, dass jemand durchgebrochen wird, aber ich habe damit gerechnet, wie ich auch beim Roundtable geschrieben habe, dass die so ein bisschen, was ich UFC-Vergangenheit von Lesnar anspielen und der irgendwie richtig UFC-Style-mäßig hier Triple H gegen Steel Cage haut und dort das mal bearbeitet mit Schlägen im Magen oder so. Richtig so ein Clinchen dann hat.
Aber das davon gab es ja gar nicht. Das hätte man so schön einbauen können. Ja, vor allem hätte es perfekt gepasst, weil es halt im Main Event war. Da hätte man wirklich einen, so ein Octagon aufbauen können. Ja, das wäre geil gewesen. Man hätte ja die Ringseite man abnehmen können, da halt das der Event eigentlich schon vorbei war. Mit Wrestling Match, dann kam wirklich nur der Main Event. Und also ich hätte es wirklich gut gefunden, es wäre mal etwas Neues gewesen. Die Hardcore-Elemente, die sie ja gebracht haben, hätte man auch so bringen können. Außer dass Triple H ein anderes Versteck für den Vorschlaghammer finden hätte müssen, aber das wäre ja noch machbar gewesen. Stefan, weißt du, was auch noch geil gewesen wäre? Du erinnerst dich noch damals WWF, so 99 oder so, die Lion Den Matches? Ja, da war ich. Mit Ken Shamrock und so? Ja, da war ich 6 Jahre alt, da erinnere ich mich noch sehr gut dran. Gut, da war ich auch relativ jung, aber habe ich halt vor ein paar Jahren mal gesehen, diese Lion Den Matches. Das war auch wirklich im Grunde genommen, hat es auch so ein Octagon, nur dass da noch Wachen mit versteckt waren. Ah, okay. Ich kann ja mal später mal einen Link dazu schicken. Ja, das wäre noch cool. Vor allem, was ich schade finde, wir haben Extreme Rules. Also jetzt ist schon etwas, es geht schon etwas ins Fazit rein. Es ist Extreme Rules und die einzige Aktion, die wirklich zu reden gibt, ist die Aktion von Ryback und Cena und das darf doch nicht sein bei einem Event, der wirklich Extreme im Namen hat. Da muss man ein paar Sachen bringen. Unterbreche ich mal kurz, gebe fast gleich direkt zum Fazit drüber. Ganz, willst du noch irgendwas zu Steel Cage Match sagen? Ja, wollte ich sehr gern. Und zwar, als wir vorhin beim Hammer waren, hätte Brock Lesnar nicht einfach. Dieser Käfig hat 4 Ecken. Mit 4 Seiten. Das heißt, Triple H hätte den Hammer in 4 verschiedenen Stellen positionieren können. Das hat er gemacht an einer. Warum ist Brock Lesnar nicht auf einer anderen Ecke hochgeklettert? Weil der lag doch direkt auf dem Hammer. Das muss der doch sehen. Wieso, oder merken. Weil das bisschen Folie, was da drüber lag, oder Schaumstoff, was Triple H da zur Seite gezogen hat, das fällt doch auf. Und dann, also, ach, ich weiß nicht. Ich mag Steel Cage Matches immer gar nicht irgendwie. Weil es läuft immer drauf hinaus, dass einer hochklettern will, der wird dann doch runtergeworfen und im Endeffekt kannst du das Match sowieso auch via Pin gewinnen. Dann sollen die sich halt so klar machen, dass die sich pinnen. Und die Tür ist, du hast immer das Element, wenn von einem der Manager dabei ist, dann will einer durch die Tür raus oder so und der kriegt die Tür von dem Manager vor den Kopf. Immer das Gleiche. Also Steel Cage Matches, finde ich, sind immer gleich aufgebaut, deswegen nerven die mich so ein bisschen. Aber es war schon gut gemacht von der Leistung her. Vor allem vom Selling. Ja, also ich fand es nicht so tragisch. Also die eine Szene hat mich aufgeregt, dass Lesnar mit dem kaputten Knie über den Steel Cage klettern wollte. Triple H stand auf und er war einen verdammten Meter von dieser Türe entfernt. Einen einzigen Meter. Genau. Und ich meine, der käme ja enorm einfach mit Heyman klar. Ich meine, er ist nicht gerade der 1A Bodybuilder. Also, das sind ja die Logikfehler, aber die haben sich ja durch den ganzen Event gezogen. Ja. Und sonst fand ich das Steel Cage Match eigentlich nicht schlecht. Was man hätte machen können beim Match, wenn man halt bei Extreme Rules ist, ein Steel Cage Match hat, dann legt man da Tische rein, da legt man da Stühle rein. Genau das, was Maurice vorhin. Das ist das, was Maurice vorhin gemeint hatte. Mit Le Camembert. Ja. Nee, also, das würde halt einfach etwas Spezielles bringen, weil so ist man halt einfach in einem normalen Match eigentlich, mit einem Käfig drumherum. Und sie machen Logikfehler. Und man könnte mehr rausholen aus dem Match. Stipulation. Jetzt habe ich diesen verdammten französischen Akzent in mir drin. Ja, also das war's, was ich zu diesem Match sagen wollte. Jo, dann gehen wir direkt zum Fazit über und ich gebe direkt das Wort wieder zu Herrn Stefan. War das so schön? Ja, also der Event, ich ging nicht mit vielen Erwartungen rein. Ich habe seit dem Rumble 2013 habe ich Mühe mit der WWE, als sie CM Punk den Titel abgenommen haben. Deswegen habe ich auch nicht wirklich viel gesehen von der WWE. Das haben wir wieder gelesen durch den
durch, dadurch ich halt Newsreporter bin, muss ich da halt auch etwas up to date sein. Aber ich habe wirklich nicht viel gesehen. Und was ich gesehen habe, war unfassbar enttäuschend. Und so kam ich dann halt zu Extreme Rules. Hab die Card gesehen, was nicht unbedingt schlecht war, aber nach all den Enttäuschungen, die man erlebt hat als WWE-Fan in letzter Zeit, hatte man halt einfach absolut keine Erwartung. Und dafür wurde ich eigentlich wirklich gut unterhalten. Weil Jericho gegen Fandango war okay, Ambrose gegen Kingston auch. Das Tornado Tag Team Match war stark, hätte man halt mehr Zeit geben müssen. Und auch die Main Events waren stark. Also okay für die Verhältnisse. Und da haben sie wirklich etwas Gutes gemacht mit den Vorarbeiten, die WWE geleistet hat. Konnte man eigentlich nicht viel mehr erwarten. Man hat mit dem Event eigentlich das Maximum rausgeholt, was man konnte. Also ich bin zufrieden. Halt das fehlende Extreme Rules Element. Aber da müssen wir uns halt daran gewöhnen mit der neuen WWE. Ja, ich knüpfe mal direkt daran. Zwar habe ich auch in letzter Zeit nicht eigentlich kaum WWE geguckt. Und dementsprechend war auch das Anschauen der Pre-Show ab und zu auch mal zwar vorteilhaft, weil dort durch die ganzen Videos und Zusammenfassungen, da kommst du auch extrem gut wieder up to date und weißt auch durch eben Bild und Ton, was alles passiert ist, man berichtet sich sehr schön und gut. Und mit Bild ist und Ton ist alles viel interessanter am Ende. Mhm. Und also zum Event an sich, ich bin auch relativ überrascht worden, wo ich bei manchen Menschen schon erwartet habe, dass es gut werden und manchen auch erwartet habe, dass sie nicht so gut werden. Wirklich überrascht am Ende war ich eigentlich von nicht. Wahrscheinlich am meisten überrascht habe ich immer noch, dass das Draft-Match nicht so schlecht wurde. Ja, und ich bin mal gespannt, wie wir jetzt weiter mit dem, was alles passiert ist, fortfahren werden, was wir geplant haben. Weil zum Beispiel bei Randy Orton und Big Show weiß ich zum Beispiel jetzt nicht ganz, was ich denke, wie das weitergeht. Vor allen Dingen durch das Element des Pump-Kicks, dass der mal wieder rausgeholt wurde. Ich hoffe ja, dass Randy Orton jetzt U-Turn, Running Gag fast schon, dass die jetzt die böse Seite des Orton rausholen, damals von der Age of Orton, wo der Pumpkick auch erst ganz neu war. Bei Jericho gegen Fandango habe ich eigentlich schon mit einer Stipulation à la Loser Leaves Town gerechnet, dass das dann das Ende von Jericho vorerst wieder sein wird. Da denke ich mal, wird noch vielleicht was mit aufgebaut. Ja, was den Rest angeht, also da ist schon viel noch offen. Und was wir noch gar nicht erwähnt haben, also das Einzige, was mich enttäuscht hat, ist, dass wir das Ladder-Match zwischen Ziggler, Del Rio und Swagger nicht gesehen bekommen haben. Was sicher geil geworden wäre. Ja, das war wirklich schade. Und ich hoffe, dass die WWE das Match bei Payback oder am besten sogar bei Money in the Bank bringt, das Ladder-Match. Weil das muss einfach gesehen werden, weil Swagger ist gut im Ring, Del Rio ist gut im Ring, ja, ich hab's gesagt, und Ziggler ist auch gut im Ring. Wir haben's jetzt auf Band. Scheiße. Also ich unterstütze noch die Aussage, Del Rio ist ein guter Wrestler, er ist an sich einfach nur langweilig. Das finde ich nicht, ich finde Orton langweiliger als Del Rio. Ja, aber das ist wie wenn du sagst, Malaria ist nicht so schlimm wie die Pest. Also, oder Äpfel sind nicht so lecker wie wir. Ja, das stimmt. Das hängt ja auch von jedem selber ab. Ja. Aber trotzdem. Ist ganz dein Kopf. Ja, stimmt. Ich muss ja auch noch Faziten. Nein, musst du nicht mehr. Die Zeit ist auch noch. Ja, ich schalte mein Skype jetzt her. Nein, sprich. Nein, wir scherzen gerne rum. Okay, wenn ich los sage, gibt's ja ein Review. Wenn ich Stopp sage, endest du. Los, Stopp, schalten. Ja. Du hattest deine Chance. Ja, tschüss. Nein, also, mein Fazit. Ich habe den Pay-Per-View auf Facebook, denn Facebook ist wichtig, wie ihr wisst, habe ich eine 3 gegeben. Und, aber auch nur, weil ich fand den eigentlich gut, hätte ihm auch gerne eine 2 gegeben. Aber wie der Name schon sagt, das Ding heißt Extreme Rules und dafür war es einfach viel zu unextrem.
dann macht man halt aus fast jedem Match oder jedem Match muss man dann halt auch konsequent durchziehen und das so handhaben, dass dann halt Waffen eingesetzt werden dürfen. Dafür ist das ja da. Und da will ich nicht ein Viertel von der ganzen Card ohne Stipulationen sehen. Ja, aber ansonsten fand ich den gut. Ich muss mal schnell die Card nochmal durchgehen. Das erste Match, nee, das war die Pre-Show. Okay. Das erste Match, Chris Jericho, fand ich gut. Ambrose fand ich sowieso geil, dass der gewonnen hat. Habe ich damit gerechnet. Das Trip-Match, ja gut, da war das Finish halt ein bisschen shady. Ja. I quit, genauso. Titelwechsel, Roman Reigns und Seth Rollins fand ich sehr geil, hat mich gefreut. Match war auch geil. Randy Orton, ja, besser als gedacht, hat mich gefreut. John Cena hatte das erwartete Ende. Aber wie es gelöst wurde, hat mich ein bisschen gestört. Das Match an sich aber gut. Und Main Event, ja, war auch gut. Hat mich. Also, hätte eine 2 werden können, für meiner Meinung nach, gerade für WWE-Verhältnisse, aber dafür war es nicht extrem genug. Mhm. Und was mich extrem stört, wenn ich gerade den Bericht lese. Extrem, stimmt. Ja, was mich extrem stört, wenn ich den Bericht lese und der die letzten Sätze sind, weil Brock Lesnar hat den verdammten Main-Event gewonnen. Und dann steht da, das medizinische Personal kümmert sich um Triple H und die Musik von The Game ertönt. Und er wird aus der Halle begleitet. Ja, der hat verloren. Dann hat seine Musik nichts zu suchen, indem er das letzte Segment bekommt. Ja, mein Gott, man sieht doch, dass der noch laufen kann. Oder sonst halt liegen lassen und sagen, okay, ja, und dann hätte er ja an der Postshow sagen können, nein, ich will nicht ins Krankenhaus. Nein, aber nein, das wäre er hat nun mal verloren, es war ein extremes Match, er hatte ja eine Steel Cage Stipulation, er hat verloren. Echt? Und deswegen hätte einfach nur Brock Lesnar's Mucke und er steht feiernd auf der Bühne und dann ist der Pay-Per-View zu Ende. Und nicht, indem The Game nochmal eingespielt wird, weil jetzt hat es wieder so eine Art Cliffhanger, wo es heißt, ach, Triple H, dem musste zwar aufgeholfen werden, aber guck mal, der kann noch irgendwie rauslaufen und seine Musik kommt nochmal, das ist doch noch nicht zu Ende. Die kämpfen, bis sie sterben. Ja, also, das glaube ich wirklich manchmal. Also, ich weiß nicht. Once in a lifetime ist scheiße. Ja, das. Also, das Ende stört mich auch so ein bisschen noch. Ja, aber das ist jetzt Meckern auf höherem Niveau. Ja, vor allem, man hätte einfach machen können, dass die Show endet mit Lesnar auf der Stage am Grinsen und danach. Genau. Halt für die Menschen in der Halle mit der Musik von Triple H. Vor allem, weil die Musik von Triple H halt gut ist. Also. Ja, genau, das hätte man ja als Betthupfer für die Fans da geben können. Ja, eben, das ist. Aber so. Für mich ist das blöd. Ich sitze hier tausende Kilometer entfernt, guck mir diese Show früh um 5 an. Oder 4:30 und denkt mir, warum kommt jetzt nochmal die Musik von Triple H? Der hat doch verloren. Also, ja, aber ansonsten, ja, ich freue mich auf die Raw heute nicht. Also, ich werde wahrscheinlich gucken. Ich denke, ich schaue auch mal rein, aber. Ja. Ah, ich glaube, ich gucke auch. Ich kann es mir erlauben. Ich habe morgen frei. Ja, und ich muss erst 2:30 arbeiten. Ich kann auch. Und ich muss nicht arbeiten. Du musst Chuck gucken, Stefan, du kannst nicht, du musst wieder aufstehen. So, mit diesen Wörtern enden wir den Podcast für heute. Das war der Rückblick zu Extreme News. Direkt noch ein, zwei Infos, direkt nach dem ganzen Gedöns hier. Es muss nicht unbedingt in der Zukunft sein, dass Gams, Stefan und ich die Podcasts alle machen. Da bin ich froh. Ja, wenn es wünschenswert wäre. Ja. Also es werden mit Sicherheit werden wir auch mal öfters bei Podcasts dabei sein, nicht unbedingt der Kombination, aber generell, wenn ihr wollt, Leute aus dem Board oder mehr aus Facebook nicht. Also das ihr könnt in Zukunft auch mitmachen. Schreibt einfach mich an oder schreibt ganz an oder Stefan nicht. Und sagt einfach Bescheid, ihr wollt auch mal beim Podcast mitmachen, dann gucken wir, wer mitmacht und wer nicht. Ja, alle außer Domi dürfen mitmachen. Genau, das ist die Regel. Man hat ja jetzt schon gemerkt, wie professionell das hier heute ablief, weil alle extrem geschult sind. Also,
Also ich sitze im Anzug hier, ihr nicht? Ich bin nackt gerade. Ah. Ich sitze hier gerade mit meinem MWO-Shirt. Ich auch. Achso, schade. Und mit dem Bild von dem nackten Kaufgott. Ich kann wieder nicht schlafen. Ja, also was man noch dazu sagen könnte, also wenn es euch gefallen hat, dann schreibt dazu etwas im Board oder von mir aus auch über Facebook. Schreibt eure Meinung, was gefällt euch, was kann man besser machen, wer sollte beim nächsten Mal dabei sein, wenn nicht, was auch immer. Und sonst gibt es nichts weiter zu sagen, außer tschüss. Ja, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und ciao. Ja, und bitte keine bösen Kommentare, dann muss ich weinen. Macht's ja, also ich sag mal so, die Kommentare können von mir jetzt kritisch sein, auch Wörter wie Scheiße können auch nicht drinstehen. Autobahn sollte man vermeiden. Autobahn, ja. Was Autobahn? Ich erklär dir gleich den Joke. Okay, danke. Gut, damit das ist der Cliffhanger zum nächsten Podcast. Genau, damit endet die Aufgabe.